Freunde, herzlich willkommen zur weiteren Reaction. Mein Name ist Dinkel. Ich befinde mich gerade in der Vorproduktion für die Gamescom 2023. Es gibt einige, ja, Videos, die vorbereitet wurden und auch auf der Gamescom könnt ihr mich an vielerlei Orten sehen. Wenn euch das Ganze interessiert, einfach mal bei Twitch Ausrufezeichen Gamescom in den Chat eingeben, ja, oder bei Instagram schauen, habe ich das auch gepostet. Darum soll es aber nicht gehen. Ich bin ein bisschen angefressen, sage ich einfach mal, weil ich, ja, wie soll ich euch das sagen, 3 Videos aufgenommen habe gestern. ihr hört an meiner Stimme, es knallt ein bisschen, ja, es knallt ein bisschen in Wuppertal. Ich habe hier ein paar Videos aufgenommen und die, ja. Wie ihr hört, hört ihr nix. 3 lange Reactions, die ich aufgenommen habe, nach 12 Stunden am Schreibtisch sitzen, war das Mikrofon einfach aus. Ich kotze alles voll. Jetzt nehme ich die Videos nochmal neu auf, beziehungsweise das, wo ich jetzt drauf reagiere, ist ein... Oh, ich liebe das Intro. Ist ein anderes Video. Also ich habe vorher auf das Rivals-Video reagiert, da will ich jetzt aber nicht nochmal drauf reagieren. Ich reagiere auf das meistgeklickteste Video von Kayser. Was sind die? Erster Platz im 10.000 Euro Trimax-Turnier. Die gute alte Zeit. Like, wer noch kennt. 1 in Chat. Wer erinnert sich noch daran, als so große Streamer wie Trimax Warzone-Turniere gehostet haben? Wow, Wahnsinn. Imagine. Imagine, würde das heute noch machen. Ist er nicht? Oh mein Gott, er ist ein bisschen crack. Ich glaube, zusammen mit Manu, by the way. Mit Splash natürlich. Bisschen leise, oder? Ah ja. Hier ist noch einer. Locked. Nice. Hier wurde voll, das waren die, oder? Ich glaube, es war das Format, wo man so 3 Stunden spielt und dann so die besten Runden einreichen kann mit den meisten Kills. Also einfach nur auf Kills. 24 Meter auf dem Dach, gute Zeit. Ich hab noch Plattenbox. Ja, werf mal. Wirf heißt es. Kayser, wirf. Und ich dachte mir, wer dann's Gameplay? Gute alte Zeit. Nehmen wir mal mit. Kilo R9. Facebook GG Geeksau ist da das Bounty. Ich mach mal kurz meine Facecam weg. Liebe Grüße. Alles tut weh. Ne, muss ich mich. Hab mich gerade verflucht. Ja, R9 Meter, ne? Wow. Ah, 2 haben mich gestunt, Digga. Die haben mich einfach gestunt. Im anderen Video, als ich auf die Rivals reagiert habe, wurde auch FFAR gespielt. Und ich frag mich so, wie ihr das seht, was würdet ihr sagen, ist die größere Prime-Moment von Warzone gewesen? Auch FFAR Meta, M13 FFAR oder Kilo R9? Wie seht ihr das? Was glaubt ihr, an welchem Moment war Warzone mehr am Peak? Ich persönlich glaube auch M16 FFAR. Das Gott, wenn ich mir das schon wieder angucke, Wahnsinn. Aber im Turnier musste man natürlich so spielen, ne? Ist klar. Aber gute Zeit. Einfach ein bisschen gutes altes Verdansk-Gameplay hier reinziehen. Würde mich auch übertrieben über ein Mitleids-Like freuen, dafür, dass ich jetzt nochmal alles neu machen darf. An einem Tag, wo ich eh schon einen Arsch offen habe. Heute, ne? Thumbnails gemacht für die Uncut-Runden, die online kommen. Friseur. Ich muss noch eine SIM-Karte kaufen für IRL-Streams von der Gamescom am Mittwoch, ne? Morgen. Ich nehme es heute am Dienstag auf. Oh, Schmacki. Man muss doch einfach nicht mehr aimen. Das ist einfach eine schöne Meta gewesen. Einer kommt auch noch. Ich muss auch so viel machen. Ins Gym will ich auch noch. Heute Abend streamen. Das neue Team, das neue Team, das neue Team. Ach, Kayser hieß so. Facebook GG Geeksau. Ich erinnere mich. Haptik hatte auf seinen Tweet damals geantwortet, ne, als er geschrieben hat, der Kommentar mit den meisten Likes ist gleich der Name, in den er sich umändern wird für einen Monat. Facebook GG Geeksau. Junge, mich dreht's. Das waren 2 mal Teamwipe gerade, habe ich gehört. Ich habe komplett den Faden verloren. Hat einer meinen Faden gesehen? Ja, nicht mal gesehen. Ich habe nur Tod die ganze Zeit bekommen. Mit der Silence auch. Ich habe Heartbeat, warte. Heartbeat. Genau, Mittwoch gibt es den ganzen Tag IRL-Stream. Wir starten so 11 Uhr. Weiß nicht, ob der Sniper, ob der jetzt Schwimmbad campt. Oder ob der gepusht hat, ist, ja. 37 Meter, kommt in deine Richtung, Schuss genau bei dir. Das Gameplay, allein die Headshot-Sounds, oder? Sitzt hier in der Ecke. Wie gut. Hey, mate. Oh, dieser Shield-Break-Sound. Dieses. Das ist natürlich unser Bounty, ist weggeflogen. Machst du drauf? Jetzt. Kletter hoch, kletter hoch. Er ist direkt an der Leiter da, by the way.
Digga. Er ist runtergejumpt. Er ist am Shop, am Shop, am Shop. Einer ist noch oben. Oben, oben, oben. Oben, knock, knock, knock. Oh, schöner Trade. Ich pushe ihn um, ich pushe ihn um, ich pushe ihn um. Er ist direkt rechts, er ist direkt rechts. No. Nice. Gut. Mach den anderen noch. Ich hatte hier das Bounty. Ich get eine UAV und Platten. Ich hab einen droppen sehen gerade, ich glaube, er ist gerade gedroppt erst. Wie legendär ist dieses Schwimmbad auch einfach. Wie alt wart ihr, als ihr rausgefunden habt, dass es das Schwimmbad wirklich gibt? Ist krass. Ich find's krass. Onti kommt ich wusste das lange nicht. Ich bin gleich noch wie Kaiser. Mir hat schon mehrere Leute geschrieben, stimmt Jungs, das? Was? Onti kommt auch in unsere Richtung. Ich bin Maxi gleich noch wie Kaiser. Mir hat schon mehrere. Ah, die waren in gleich. Oh. Geschrieben, stimmt Jungs, das? Mit Maxi damals. Trimax, ey. Holy shit, dann kann ja nur einer Erster werden von den beiden. Ja? Stark. Stimmt, ja. Okay, Mods, dann bleib mal auf den beiden Teams drauf. Entweder auf Maxi oder auf... die Turniere. Als Warzone ein relevantes Game war, wie geil war das? Dass selbst jemand wie Trimax ein Turnier veranstaltet hat. Wenn beide schon in einer... 10.000 Euro. Alter, Sheetrack. Müsste es mal wieder geben. Teams, ich dachte, ich hab mir schon... Die sind echt gleiche Lobby. Das sehen wir jetzt gerade. Manu, 800 Subs damals. Alter, die sind sogar... Wie er noch damals aussah. Nebeneinander. Zwei Favoritenteams. PlayStation noch. Damals noch nicht gecheatet. Sind jetzt nebeneinander. Hat noch einer bei denen gelebt? Da, am Stein dran. Am Stein dran. Gute Zeit. Jungs, und von da hinten schießen auch welche. Ich hab die gestunt. Ja, ich muss mich hinlegen gerade. Semtex fliegen. Er hat noch 8 Chillplatten. Ja, ja, am fetten Stein. Digga, geht schon wieder gut los. Jetzt stehen wir zurück, jetzt an. Roms! Alter, aber heftig gespielt von beiden. Ich hab ihn. Die gucken alle auf euch, glaube ich. Parkdeck, ja. Und die hatten auch Tracer, Pinke. Kinda scary with it. Meiner hat das Selfless. Bro, diese Sounds machen was mit einem, oder? Sag mal ehrlich, dieses... Hör nochmal hin. Kinda scary with it. Meiner hat das Selfless. Oh. Bro, so viele verschiedene Sounds in einem Kill. Gibt's das überhaupt in Warzone 2? Ernsthaft jetzt? Da waren welche, ja. Robin, hast du Platten? Ich hab einen. Ach, Digga. Komm ich hier weg? Ey, Mann. Die R9. Frech. Dann ist noch hier oben drauf. 16 Kills. Mal kurz hier oben. Oh. Das waren die, die gerade bei uns waren, Robin. Das war der Typ. Aber immer Angst vor der Helmbombe muss man haben, wow. Ah, Bro. Der Rose-Skin. Ach, er steht schon im Treppenhaus. Oh, Alter, what the fuck? Ich geh hier auch kurz für Übersicht aufs Haus. Um meine Stimme zu schonen, hier in unbezahlte Werbung, ein bisschen Manuka-Honig ins Fickmaul. 600er MGO. Alter. Wir machen weiter. Da sind mehrere. Ich helf Chris, ich geh zu Chris. Da sind drei. Echt viele, ja. Echt viele. Oh! Ein Knocked vor mir. Nice. Ich geh den Airstrike. In der Police. Ja. Okay. Ich würde sogar sagen, geh ganz links außen lang. Police kann ich holen. Ich hab wurde gesniped, ich self-res. Immer das gleiche. Beide müssen am besten noch self-res holen. 20 Bomb. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich meine. Oder wann ich meine erste 20 Bomb in Warzone gemacht habe. Das hat ewig gedauert, glaube ich. Die haben mich geerstrikt. Die Hitmarker-Maschine, Kilo. Er ist tot. Konzentriert euch auf das andere Team, ich hab den hier. Die waren hier rechts, wo waren die genau? Ich hab die auch wieder. Die waren da. Habt ihr das gesehen? Dieser Sprintsprung zur Seite und ins Visier in unter einer Sekunde. Vielleicht knapp über eine Sekunde. Wie lange hätte man jetzt mit einer Lachmann oder mit einer ISO gebraucht? Achtung, der Sprung jetzt. Der hier. Das hätte Ewigkeit gedauert. Wäre so risky gewesen. Einer ist im Haus, ich geh rein mit Totenstille. Chillt, Jungs. Wie oft hat der Silence die Runde? Der andere ist in der Garage, der andere ist in der Garage. Putz, 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 putz. Der kommt jetzt rein. Putz, putz, putz. Putz, 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 putz. Putz, putz. Oh. Kannst du dir nicht aushängen, wow. 51 Kills. 60! 61. Das?
61! 40, das rechnet 61, auch schnell. Easy. 86 Punkte, letztes. Achso, Bro, ich dachte gerade. Das ist die Standings. Ja, ihr habt recht. Oh, guck mal. Ich mach mal kurz meine Facecam aus. Wir hatten da alles noch Milkgeschieht damals. Junge! Rocket Beats. Ja, wo ist Dinkel? Da fragt ihr den Richtigen. Wo ist dieser King Phil? Alle da, alle da. Da war ich unfassbar klein. Also, ich bin immer noch kein großer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, ich will abgucken klingen oder so, aber da war ich kompletter No-Name. Ich glaube, Kaiser kannte mich noch nicht mal damals oder Jan. Wahnsinn. Aber schon so Leute neu wie damals schon mitgespielt. Satyr, Nova, Dome. Nova mit Dome, mit Melo. Kaiser, Manu, Splashed, Parit, Matze, Felix. Krass. Chris hat auch nicht mitgespielt damals. Echt. Kaiser mit seiner absolut krassen Runde. Digga, Max. Max sieht auch so jung aus, ne? Abstand ist es nicht. Es ist die Top 3. Ein geiles Game. Und alles ist offen. Eine Stunde, 10 Minuten kann man noch anmelden. Ja. Ich hab Prezi und mich. Genau, also das System. Das sind die besten 5 Games. Genau, hat er gerade gesagt. Die besten 5 Games zählen. Man hatte 3 Stunden Zeit und die besten 5 Games konnte man einreichen. Platz, der momentan erste Platz. Hau ab da. Ich hab dich gestreakt, ich hab einfach über dir gestreakt. 2 Jahre später fliegt Manu zur Weltmeisterschaft nach London. Ist geil, oder? Ich hab den. Lol. Die im Auto sind weak und abgehauen. Lol. Alter, die wissen sowas abgeht. Ich hab einen aber genockt. Links auch noch einer. Beide weak. Einer genockt, nice. Einer Shieldbreak. Geht auch einfach alles rein. Der ist links an der Hütte. Max hat auch ein bisschen Warzone gespielt damals, ne? Aber nicht so viel. Oder? Er kämpft oh mein Gott, war das Digga. Laut, ich hab mich so erschrocken. Ja. Das war so laut. Das ist auch eine Kugel. Und das da unten. Das direkt oben neben uns. Ich hab keine Platten, ich muss pushen. Und das hier bei mir. Das hinten. Ja, Mann. Airport-Dach ist der. Oh, immer wenn da welche gechillt haben, war ich sauer, wow. Haben wir noch Dingens? Corona? Ja, ich hab eine. Mach ran. Gelöscht. No way, ich hab Sniper irgendwo. Ja, vom Dach hin. Ja. Direkt hier vorne, Digga. Keine Aim Assist, nimm mal mit. Heli explodiert, Achtung. Weiß. Oh, wie haben mich Stunts immer genervt. Wie hittet ihr nicht? Hallo? Oh mein Gott. Ja. Beide genockt. Jawohl. Der war nur genockt, der Typ. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Lass du auch mit der Karre rein? Oh. Das Easter Egg damals mit der U-Bahn. Oh, der Sawskin, mein Herz. Train am Shop. Damals noch mit 107er FOV gespielt, weil man dachte, man hat mehr Aim Assist. Erster Platz, Kaisers. Team mit Chucks und Slash. Chucks. Wieder lauter machen hier. Ein bisschen weit, die Semtex. Unkorrekt. Digga, was ist das denn für eine Shotgun? Ist die cool? Ja, wie aggressiv die spielen. Die spielen wirklich alleine? Die splitten sich komplett. Ist denen noch 50, Leute? Naja, sie sind Erster. Scheint die richtige Taktik zu sein. Nicht zu dritt rumlaufen, sondern einzeln. Aber ein 1 gegen 3 auch nie geschafft. Ist ein 1 gegen 3 nicht todesschwer? Max, Junge. Digga, die Armen! Was ist das denn? Oh mein alles Gott. In den Kopf. Ein AP! Ach, Digga, was ist das? So machen die das die ganze Zeit? So werden die Erster? Die sind einfach alle drei zu krass. Du holst fast jedes Team alleine. Digga. Ach, keine Ahnung. Für jeden, das sind die Besten der Besten. Ich schwöre, ich weiß doch auch nicht. Max einfach witzig, Alter. Max einfach witzig. So lost, oh, Junge. Oh, er lässt das Quad weiterfahren. Der Gegner aimt das Ding ab. Tot. Und dann ist er schon tot. Ja, wenn sie das gewinnen, 6000 Euro. Sieht nicht tot. Schlecht aus für die. Schmack, sich Key. Gleichzeitig mit UAVs aus der Ferne. Was findet ihr am besten? Customs, Kill Race oder dieses Format 3 Stunden Zeit für die besten 5 Runden? Ich finde, glaube ich, Kill Race und. Blenden. Oh!
Und dieses Format fand ich geil. Aber mit VPN ist das halt so unfair geworden. Es ist voll dazuzuschauen, muss ich sagen. Das waren jetzt... Sie macht jetzt 14 Kills alleine. Der blendet den Typen, dann gehen da zwei Semtex rein. Oh, oh. Alter! Mit 1 HP. Das ist doch so unkorrekt. Also schon, also auch unkorrekt gespielt. Du kannst nicht jemanden stunnen und dann mit der Feuershotgun ihn komplett anzünden, Alter. Das ist schon der mies. Den Typen, dann gehen da zwei Semtex rein. Wie ist unkorrekt. Oh. Alter! Mit 1 HP. Schon frech. Den holt er auch noch. Was ist das für ein Reflex? Was sind das für Reflexe? Ach, Digga. Digga, ich bin immer noch, Digga, wirklich, die holden mich mit Sniper. Der wird von 3 Teams, ich denke, ein 1 gegen 3 ist schwer. Der macht ein 1 gegen 7. Ja. Oh mein Gott, der hat noch gesehen. Ah. Wir gucken ja nämlich noch rüber. Er kommt rein. Ach, Digga, es ist so krank. Er hat 17 Kills. Ich bin hier dabei. Prost, also. Oh, die Headshots. Die Shots so aber auch insane, ja. Alles. Leo. 19 Kills, das ist doch krank. Das ist doch ganz krank. Das ist krank. So spielen sie jetzt. Damals hat man auch nicht mit Smokes gespielt, einfach, ne? Das ist krass, also. Das ganze Turnier, die spielen alle alleine. Oh, lol. Der ist pissed, der ist pissed. Blenden und rein und alles treffen, als doch der nächste. Er sagt auch Blendgranaten. Der Steller wieder auf ihn drauf war. Ist vor mir in dem Bus da oder so, in dieser Brücke. Oh. Aber da seine Mates kommen. Selfie Vive ist da. Ja. Abartig krankes Timing mit der Blendgranate und dem Reinspringen. Ich hab jetzt Stun. Stun geht rein, zwei Semtex, erste trifft, zweite trifft, ultra viel Damage. Das ist on me. Ich hab jetzt Dinger get im Audi hier. Ich kann mich nicht getten, aber all gut. Digga, was ist das für eine kranke Runde? Danke, dass du da. Ich hab so viel Geld. Ist das überhaupt noch spannend? Verlaxi und sein Team auch nicht von dieser Welt. Unfassbar krank. Verlaxi, Fiero und Matze. Spieler schon 22 Kills hat. Ich freue mich, wenn wir zu 4 22 Kills und Win machen. Das müssen sie gewinnen. Ich glaube, wenn sie das gewinnen, ist fertig. Ich glaube, wenn sie die Runde gewinnen, haben sie die 6000 safe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch jemand überbieten kann. Er ist halt nicht mehr angespannt. Ich glaube, der hat ja schon ein paar Mal... Oh mein Gott. Er hat die wenigsten Kills aus seinem Team? Habe ich das richtig gesehen? Ja, über 70 Kills, glaube ich. Er ist der Schlechteste aus seinem Team. Oder so. Er schlechteste auch einfach. Ich gucke, ob der irgendwas hatte. Die sind doch bescheuert. Die sind hier on me. Hier, wo der Headglitch, am Headglitch ist er. Gute Zeit einfach, Mann. Gute Zeit. Für mich persönlich nicht so eine gute Zeit gewesen, aber vom reinen Zocken her auf jeden Fall. Nice, Digga. Junge. Abartig krank. Wie soll das jemand überbieten? Digga, wir haben alle am Least cracked, ja? Digga, ich war einmal so tot. Ich bin völlig schockiert. Die Stelle war wirklich krass, wie er gespielt hat. Boah, Felix war sogar Zweiter geworden. Stark. 5 Matches, 5 Wins. 26 und 23. Blaubarschwube, Alexo, Activator haben 10 Runden gespielt, Kills. Einfach. Dann noch 25 Punkte für den ersten. Digga, die haben ja fast eine 100-Punkte-Runde gemacht. Was ist das denn? Die haben die halbe Lobby getötet. Es ist so eine Riesen-Map. Vielleicht auch mit dem Hero-Play, weil er hätte mich so gefinisht. Das waren so Dämonen, Digga, die zwei. Oder die drei. Ich alleine gelacht. Dämonen. Aber direkt nice, noch mal rein, wir können nice. Noch eine Runde suchen, wir können noch eine suchen, dann senden wir full. Aber ganz flott, die Karotti. Oh, auch gute Zeit damals. Hot Mics nach einem Win, warum gibt's das nicht mehr? Die haben Proxy-Chat eingeführt, aber das irgendwie nicht mehr, oder? Bin ich doof? Was passiert da jetzt gerade? 2, 4, 6, 6... 71, 75, wohl. GA. Diese hochige Chia. Nicht von dieser Welt. 5. Geistkrank. Auf jeden Fall, ey. Macht sehr, sehr viel Spaß, sich das nochmal reinzuziehen. Ich hoffe, euch hat die Reaction auch gefallen. Lasst eine positive Wertung, kostet ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. In einem Loch könnte ich alles verlieren.